Benji und Eloy im Sextalk. Ich bin ziemlich neugierig. Mal gucken, was Sie zu sagen haben. Hi. Ich fange ganz harmlos an. Was ist für euch der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe? Ich glaube, dass Liebe, richtige Liebe, ein bisschen später kommt. Ich glaube, dass das anfängt mit Verliebtsein. Mit ein bisschen das Gefühl so in die Stomach haben. Und ich glaube, dass es dann später erinnert in Liebe. Könnt ihr euch vorstellen, Sexualität ohne Liebe? Mit jemandem zu schlafen, ohne den zu lieben? Ja, klar ist es möglich, mit jemandem zu schlafen, ohne ihn zu lieben. Da ist einfach eine körperliche Anziehung zwischen zwei Menschen. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Das ist schon möglich. Solange man das Ganze safe macht, gibt es auch kein Risiko. So ist es. Sag mal, wie habt ihr beim ersten Mal verhütet? Kondome. Ah ja. Habt ihr das vorher geübt, Kondome überzurollen? Oder habt ihr das gleich beim ersten Mal probiert und dann, wie war das? Ja, ich habe das experimentiert. Ich auch. Wie hast du das Gefühl? Ja, aber ich will nicht das Gefühl haben, dass wenn ich mit einem Mädchen, wenn ich noch Virgin was, ja, habe ich, kann ich nicht das Gefühl haben, oh, das kann ich nicht, wenn sie da sitzen und die warten auf mich, das ist nie, kein gutes Gefühl für mich. Ich denke, dass viele Jungs das üben. Das ja üben sollten, ne? Ja. Klar. Was ist euch bei der Sexualität am wichtigsten? Ich meine, ein Mann kann auch ganz Gefühl haben und ganz romantisch sein, ja, und vielleicht nur ein bisschen zusammen im Bett liegen. Ja. Und nicht nur, was ganz viele Leute dann denken, dass ein Mann nur ganz schnell machen will. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Als ihr zum ersten Mal mit einem Mädchen geschlafen habt, war sie da auch noch Jungfrau oder war sie älter, jünger oder hatte sie schon Erfahrungen? Nein, die erste Frau, war ich mit geschlafen hat, die war nicht Jungfrau. War sie älter als du? Ja, auch. Ja. Wie war das für dich, dass sie schon Erfahrung hatte und du noch keine? Hat dir das Angst gemacht? Ja, sicher. Das war die erste Tag, dass ich das gemacht habe. Das war nicht geklappt. Das, ja, was war so. Wie alt warst du damals? Ja, 14. 14 Jahre alt? Ja. Boah. Und nach diesem ersten Erlebnis, warst du dann enttäuscht oder hast du gedacht, oh Gott, das wird jetzt immer so bleiben? Nein, ich hatte gedacht, ich bin ein Mann. Ha, ganz egal, wie es geklappt hat. Das ist das Gefühl, was ich hatte. Das finde ich klasse. Also du warst nicht deprimiert oder frustriert? Nein, ich habe meinem Vater, meinem Papa gesagt. Ja? Ich sage mal, ja, ich war keine Jungfrau mehr. Und er war ganz stolz auf dich. Und mein Vati, ja, die hat gesagt, great. Schön. Ja. Wie alt warst du? 15 ungefähr, 15, 16. Ja. Hast du eine ähnliche Erfahrung gemacht? Nein, das ist nicht so bei mir so noch gegangen, nein. Aber ganz, ich habe viel Glück gehabt, glaube ich, das erste Mal, dass was ich schon über geredet habe, die Verständnis zusammen. Das Mädchen war die erste Mal dafür auch so gut miteinander geredet und dann ist das so ganz vorbei die erste Mal. Also dann kann man ein bisschen so zusammen ganz vorsichtig anfangen. Und, du bist eher so ein zarter Typ, ne? Ja, ich glaube, dass alle Menschen das ein bisschen mehr zeigen müssen. Ja. Das hilft mit vielen Sachen, glaube ich. Ja. Ja. So, in Bezug auf Liebe und Beziehung, was wünscht ihr euch für euch, für die Zukunft? Zukunft? Ja. Heiraten, Kinder und tatsächlich. Ja, Familie, Hause, ja. Ich glaube, für heiraten ist das jetzt für uns alle noch ein bisschen früh, aber die Liebe für Familien und Freunden ist auch ganz wichtig. Ich hoffe für die Zukunft, dass alles gut ist mit meinen Familien und viel Spaß zusammen haben. Und wenn dann die richtige Liebe kommt, um damit zu heiraten, dann ist das natürlich auch ganz gut. Aber Familien ist ganz wichtig. Okay, ja. Das war ein schöner Abschluss für unseren Talk. Ich danke euch sehr. Tschüss dann. Ciao.